Hey Leute, willkommen zu unserem nächsten Flug hier in X-Plane 11. Wir werden heute mal wieder mit einer Boeing 737-800 unterwegs sein und dies für den heutigen Flug von der Fluggesellschaft Ryanair. Und mit dem Flugzeug fliegen wir heute von Deutschland nach Griechenland und zwar geht es vom Flughafen Frankfurt-Hahn auf die griechische Insel Kreta zum Flughafen von Chania oder wie auch immer man den Namen von dieser Stadt ausspricht. Ja, und der Flieger wird hier auf der Parkposition Bravo 2 schon vom Bodenpersonal auf den Flug vorbereitet. Wie ihr seht, das Catering ist schon im Gange. Das Gepäck der Fluggäste wird eingeladen. Dann würde ich sagen, wir gehen auch direkt mal ins Cockpit und bereiten den Flug Ryanair 6962, also den Flug von Frankfurt-Hahn nach Chania, vor. Genau. So, der Flieger ist im Cold and Dark State. Der erste Flug sozusagen für den Flieger am heutigen Tag. Und dann lassen wir einfach mal alles abarbeiten, dass wir dann bald hier die Position verlassen können und uns auf den Weg Richtung Griechenland machen können. So, Parkbremse ist gesetzt, dann lass uns direkt mal Strom an Bord anschalten, dazu hier den Battery Switch Guard schließen, die Ground Power ist schon connected, machen wir die mal on Bus, so, damit haben wir schon mal Strom über die Ground Power, wunderbar. So, als nächstes machen wir mal die Position Lights auf Steady, also einmal nach unten mit dem Schalter und ganz hinten im Overhead Panel, da haben wir es, genau, schalten wir mal das Left and Right IRS auf Nav. Genau, und jetzt kann man hier unter Heading STS, wenn man den Schalter darauf umlegt, sehen, genau, wie lange das dauert, bis IRS aligned ist. Ich habe das jetzt hier in Einstellung auf Short eingestellt, deswegen dauert es jetzt nur eine Minute, dann ist der Flieger auch schon lokalisiert. Wunderbar. So, wir machen weiter mit ein paar Einstellungen im Overhead. Der Yaw Damper, der geht auf On, der Emergency Exit Lights Switch Guard geht auf Zu, damit gehen die Emergency Lights auf Armed. Die Seatbelt Signs machen wir schon mal on. Genau, dann geht die Window Heat linke Seite und rechte Seite an. Genau, alle vier Lampen auf on, wunderbar. Dann als nächstes machen wir die Trim Air auf on, die haben wir hier. Genau, Left and Right Pack gehen auf Auto. APU Bleed auf on. Wir setzen die Flight Altitude ein, drehen wir schon mal ein. Also geplant werden Flight Level 390, gucken wir mal später, was das FM Sie sagt, wenn wir dann die Performance-Daten geben haben, ob das passt von der Höhe. Übertrieben haben sie soweit ich so geplant. Genau, Landing Altitude, da können wir schon mal die Höhe vom Zielflughafen eingeben. Ich gucke das kurz mal in den Charts nach. Genau. Haben wir sie. Da Aerodrom Elevation 490 Fuß. Genau, machen wir 500 Fuß, drehen wir mal hier ein. So, Ignition ist auf Ignition Right. Dann geht es weiter hier im Autopiloten-Panel, wir machen den Flight Director on auf beiden Seiten. Genau, im IFIS aktivieren wir uns mal Terrain, Airports, dann geht das hier auf Baro, das hier auf Hektopascal, machen uns noch Meters an und den Flight Path Vector auch. Genau, dann Traffic ist schon an, Traffic wird schon gedrückt, VORs und VOR 1 und 2. Autobrake machen wir schon mal auf RTO. Genau, und dann genau, Transponder Code können wir auch schon mal eingeben. Das ist 6427. So, machen wir das gerade hier. 64 steht schon drin, wunderbar. Da müssen wir nur 7 da rein und dann 2 rein. 6427 ist ja schon mal drin. Wunderbar, und dann können wir zur Eingabe vom Flugplan kommen. Lass uns loslegen mit der Eingabe vom Flugplan. Dazu genau gehen wir hier ins FMC. Da passt alles, wir fliegen mit dem aktuellen Airrack Cycle, genau, gehen auf Position Init, kopieren eine von den GPS-Positionen, nehmen wir jetzt die linke hier in die Set IRS Position, wunderbar. Dann sollte eigentlich jetzt auch, genau, der Flieger lokalisiert sein, wunderbar. Wir gehen weiter auf die Route, ich habe das Ganze unter einer Company Route hier abgespeichert, dass wir jetzt ganz einfach unsere Flugstrecke hier schnell reinladen können. Es geht los in Frankfurt-Hahn, deswegen Echo Delta Fox Hotel. Der Anfangsname von der Company Route, dann geht es zum Flughafen Chania, Lima Golf Sierra Alpha, das ist dann auch der nächste Teil der Company Route und dann noch die 01 hinten dran. Das Ganze kommt ins Company Route Feld. Wunderbar, Flight Number geben wir einem Ryanair Romeo Yankee Romeo 6962. Nur die Flugnummer unseres heutigen Fluges und genau, geben als nächstes mal Departure und Arrival ein. Genau, Departure wird hier sein. Aufgrund des... Route, hallo, wie sollte er denn jetzt? Nee, hä? Wieso sind hier keine Departure und Arrival Airports drin? Hallo? Vielleicht müssen wir wahrscheinlich erstmal activaten. So.
Genau, jetzt ist es. Genau, wir müssen auch erstmal die Company Route anscheinend hier auch noch erstmal aktivieren. Genau, damit er hier auch die Departure-Flughäfen und Zielflughafen drin hat. Genau, also Frankfurt-Hahn, Departure. Der Wind, wir fliegen bei aktuellem Wetter, haben den Wind, kommt variabel 4 Knoten, aber hauptsächlich aus nördlicher Richtung. Deswegen nehmen wir den 03. Ist eh auch, glaube ich, die für uns kürzere Flugrichtung, weil wir fliegen so, wenn ihr es euch vorstellt, Richtung Norden ab und dann über so einen, erstmal so in östliche Richtung über Frankfurt und drehen dann ab Richtung Südosten, direkt Richtung Kreta. Genau, also nehmen die Piste 03 und dort geht's raus auf der Ulkik One Echo Departure. Ulkik, der erste Wegpunkt auf unserer Flugstrecke, genau, die Ulkik One Echo ist etwas kürzer als die Ulkik One Tango, gucken wir uns aber gleich nochmal in dem Departure Briefing an. Das Ganze einmal in die Route und execute. So, Arrival wählen wir auch schon mal aus. In Chania werden wir ein VOR-Port machen. Da gibt es kein ILS. Ich hatte eben mal die NOTAMs mal angeguckt. Da scheint irgendwie eine Gleitwegantenne oder so aufgebaut zu sein. Vielleicht gibt es da irgendwann in Zukunft mal ein ILS auf der 29. Aber aktuell gibt es da kein ILS. Deswegen machen wir ein VOR-Yankee-Approach auf die Piste 29 aufgrund des Windes. Und zwar kommen wir rein über die Russo to Golf Arrival. Die haben wir hier. Und als Transition haben wir Lefko. Den gucken wir uns später nochmal an. Machen wir nochmal Approach Briefing. Jetzt geben wir das Ganze erstmal so ein in die Route. Execute. So, wir kommen zu den Performance-Eingaben. Das ist unsere Zero Fuel Weight. Jetzt hat er interessanterweise hier sich gerade Fuel 2.4 stehen. Eigentlich hatte ich doch ein bisschen mehr reingeladen. Das muss ich gleich jetzt nochmal ändern. Dann lasst mich das kurz mal hier unterbrechen und dann bei. Da kann man kurz mal gucken. Der Payload, ich habe das ja hier angegeben. Vielleicht haben wir Call Fuel Truck. Dann, genau, refuelt er das. Ach, wunderbar, sehr cool. Das sieht ja eigentlich recht schnell aus, wie das mit dem Refueling läuft. Von daher können wir das ja hier einfach mal so angeben. Genau, 12,5 ist unser Planned Fuel. Reserves sind davon 3,5 Tonnen. Genau, Kostindex haben wir heute 36. Und genau, hier geht jetzt zwar die Höhe ein bisschen runter, was der Flieger vorschlägt, wenn er jetzt langsam schwerer wird, dann lasst uns einfach mal ja, dann nehmen wir mal erstmal Flight Level 350 für den heutigen Flug. So, wunderbar. Transition Altitude passt mit 5000 Fuß. Das ist alles richtig. So, jetzt sagt noch Insufficient Fuel. Da müssen wir noch mal kurz warten, bis der ist ja dann gleich vollgeladen. So, wir machen hier wir haben eine Outside Air Temperature von 21 Grad, machen Selected Takeoff mit einer Temperature von, was machen wir, nehmen wir mal 40 Grad, genau, Takeoff 2 derated und Climb 1 nehmen wir, genau, und dann Flaps 5, aber da müssen wir gleich nochmal wahrscheinlich das nochmal anpassen, wenn der Flieger jetzt hier gleich voll getankt ist, dass wir da die passenden Werte haben. Jetzt mit Performance und gucken, wir haben 5.9 drin, lassen wir mal kurz weiter tanken. In der Zeit können wir ja schon mal einen Teil, können uns ja eigentlich mal schon mal das Departure Briefing angucken. Und genau, eigentlich ganz cool, dass wir das gerade jetzt hier mal so austesten, haben wir herausgefunden haben, dass wir das so mit dem Refueling hier machen können. Ich hatte es eigentlich davor in dem X-Plane Fenster eigentlich eingestellt, dass er 12,5 Tonnen an Sprit drin hat, der Flieger. Aber genau, hat er jetzt irgendwie doch nicht reingeladen, aber so können wir das ganz cool machen. Refueling. Ich weiß gar nicht, wird da ein Fuel Truck außen angezeigt. So, da kommt sogar noch ein Fuel Truck, sehr cool. So, hier ist das Baggage schon drin, wunderbar. Sehr gut. Und ja, während der jetzt die letzten Tonnen hier noch reinlädt, halb voll ist er jetzt ja schon mal der Flieger von dem, was wir brauchen. Ungefähr, genau, gucken wir uns mal kurz das Departure Briefing an. Dazu habe ich hier wieder die NAVDATA Pro Charts vorbereitet. Genau, und das sieht bei uns heute wie folgt hier aus. Wir stehen hier Apron 3 am Flughafen Frankfurt-Hahn. Hier nochmal ein Inset, genau so ein reingezoomt. Hier auf Bravo 2 stehen wir vom Apron 3. Und dann Piste 03 ist diese Ausrichtung von der einen Startlandebahn, die hier in Frankfurt-Hahn haben. Genau, 03 nehmen wir hier mit 3800 Metern Länge. Wir nehmen Full Length, gehen also über Bravo 1 drauf, rollen hier runter Alpha, Alpha, Bravo 1 und dann genau, starten wir darüber. Und dann geht's raus über die ANAV-SIDs von der Piste 03, in dem Fall die Ulkik One Echo Departure. Es gibt, wie gesagt, noch die Tango. Wir haben die One Echo. Die geht hier raus, genau, geradeaus über den Hahn-NDB, dann zum Punkt Fox Hotel 060, eine Flyover Waypoint. Also da müssen, fliegt man drüber auf jeden Fall, nicht kein Flyby, wo man eben dive vorbeifliegt. Da müssen wir at 5000 at or above sein.
Und hier schon 2100 Fuß at or above, wenn ich es richtig sehe, hinter dem Hahn-NDB. Dann geht es links herum, Fox Hotel 062, wieder ein Flyby-Wegpunkt, wie ihr seht. Genau, und dann hier drüber wieder über den Hahn-NDB, über Upsix, Fox Hotel, also Frankfurt Hahn 081 und dann Richtung Ulkik. Die Echo Departures gehen halt nochmal hier ein Stück weiter raus, da hat man hier die Level Restriction vermutlich mal erst da mit dem 5000 Etwa Buff. Wir können nochmal kurz gucken. So, hier drin stehen Ulkik, One Echo. Genau, später nur über Hahn 2100 at or above. Jetzt überlege ich gerade, da steht gar nichts von HNDB drin. Vielleicht ist der auch am Anfang erstmal gar nicht relevant. Auf jeden Fall, genau, muss man hier auch 2100 at or above sein. Hier haben wir ja aber eine Aerodrome Elevation von, steht auch mal auf der Seite, glaube ich, genau, 1649 Fuß. Also wir sind auch schon relativ hoch, weil erst klingt es ja relativ hoch. Man soll kurz nach dem Abflug schon auf 2100 Fuß sein, aber da fehlen halt nur knapp 400, 500 Fuß, die man da braucht, bis man diese Höhe hat, also ist das gar kein Problem. Und genau, dann ist auch nicht mehr weit bis zu den 5000 Fuß, die man ungefähr nach 5 Meilen haben soll. Sollte also kein Problem sein. Geht genau mit dem Linksturn hier dann Richtung Ulkik. So viel zu unserer Departure Route. Jetzt sollte aber auch hier genau das Refueling beendet sein. Wir haben die 12,5 Tonnen drin. Sehr schick. So ist der Truck jetzt wieder weg eigentlich von alleine. Ja, wunderbar. Sehr cool, haben wir das jetzt gerade hier auch mal ausgetestet und rausgefunden. So, das passt. Er schlägt hier 374 vor, dann machen wir doch mal 370 ein bisschen höher, gehen wir nochmal. Genau, N1 Limits. Wir machen, wie gesagt, Selected 40 Degrees Temperature, Takeoff 2 Derated mit einem Climb 1. Gehen raus mit Flaps 5. Das CG, muss man kurz mal nachgucken, unter Payload Takeoff CG ist 25,5. Also geben wir das ein, 25,5. Hier rein, Trim von 5,5, das sind unsere V-Speeds, relativ hoch mit 146 Rotation Speed. Hier nochmal die Bahnlänge, 3,858 Meter hat der hier drin für Frankfurt Hahn. Genau, so viel dazu. Damit haben wir eigentlich auch unser Departure Briefing soweit durchgesprochen und können jetzt auch schon die Pre-Flight Checklist mal machen. So, dann Oxygen ist tested 100%, Navigation Transfer and Display Switches sind hier normal. And Auto. Dann die Window Heat ist on. Interessanterweise, jetzt sieht man gar nicht mehr die grünen Lampen. Ich dachte, die würden die ganze Zeit leuchten, aber ist auf jeden Fall on. So, Pressurization Mode Selector ist auf Auto. Das ist dieser hier. So, dann Flight Instruments können wir schon mal Heading. Runway Heading ist ja ungefähr 030. Können wir mal eindrehen. 030. So, und Altimeter kurz aktualisieren. Mit Steuerung B ist das hier bei dem, habe ich das hier bei dem Flieger. 1018 sagt auch Active Sky Next. Haben wir hier als Druck. Genau, seht ihr auch nochmal von der Höhe. 1600 Fuß sind wir hier ja schon. So, Park and Break is set. Engine Start, Levers Cut Off. Pre-Flight Checklist completed. So, bevor wir weitermachen, möchte ich es jetzt trotzdem kurz nochmal nachprüfen. Also, anscheinend man über dieses. Genau, er hat. Dieses Hahn-NDB, was ich erst dachte, was auf der, dass es auf der Route liegt. Genau, gleich muss ich gerade hier nochmal. Genau, wo ich erst dachte, hier nach einer Meile ist das so. Nee, der hat einfach nur, dass er hier, wenn wir diese, uns das angucken, 0310 und dann soll man, ich frage mich nur, wie das hier angegeben ist, das kann ich leider gerade nicht ganz rauslesen. At 2100 feet or above steht hier drin, aber da steht gar keine Distanz dabei. Genau, hier sieht man das aber ganz gut, dass wir hier genau ungefähr 1,3 Meilen, also ungefähr eine Meile danach, ist dann diese 2100 Feet out above und dann kommt Fox Hotel 060, was wir auch hier drin stehen haben. Und genau, dann die ganzen anderen, dann fliegen später nur über den Hahn NDB. Und da ist nochmal, genau, eine Level, eine Speed Restriction drin, die habe ich ganz vergessen zu erwähnen vorhin, genau, bis ab 6 maximal Speed 250. Knoten, genau, also es ist ein Hahn-NDB, wie gesagt, kommt erst dann später relevant, wir fliegen nur raus eine Meile und dann ist diese Höhe nur relevant, aber die hat da keinen Punkt oder sowas, der dazu hinterlegt ist, genau. Wobei ungefähr so wie es aussieht, der Hahn-NDB auch ungefähr da liegt in dem Bereich. So, soviel kurz nochmal dazu, dann, genau, können wir weitermachen mit dem nächsten Items, nämlich Before Start. Dazu können wir schon mal die ganzen Ground Handling
Hier, genau, ich mache dafür erstmal, machen wir es mal Drive Away. Genau, damit sollten die alle wegfahren und, genau, wir können die Türen zumachen, auch hier vorne die Tür mit der Airstair machen wir auch dann selber mal zu. Wir gehen also hier auf Ground Services, Airstairs Retract, damit ist die weg, genau. Und dann können wir, was wollte ich machen, genau, unter, wo ist denn das nochmal bei dem Flieger, muss ich kurz überlegen. Ground Service, da ist es, Doors, genau. Doors, machen wir hier alle Türen mal zu, Forward Entry, After Entry und die Forward Cargo Door. Genau, damit gehen die ganzen Türen zu, wunderbar, die anderen fahren alle weg, die machen wir später natürlich noch Hide All, weil die parken jetzt alle wieder direkt hinterm Flieger, dass die dann weg sind. So, wir können auch schon mal über Better Pushback, genau, können wir auch schon mal hier den Boden an Brücke. Genau. Der Schlepper bringt sich in Position. Genau, können wir den Schlepper schon mal dran fahren lassen, dann steht der wenigstens schon mal, da kommt er angefahren, wunderbar. Und haben damit, so, Windows und Doors sind closed. Gucken wir nochmal hier die, genau, Tür zur Kabine, machen wir natürlich auch mal zu. Wunderbar. So, dann, genau, machen wir mal die Fuel Pumps alle an. So, Center und die links und rechts. Dann gehen die Electric 1 and 2 Hydraulic Pumps auf on. Und wir starten die APU. Dazu einmal den APU Start auf Start. Und dann, genau, sollte hier die EGT, die Abgastemperatur der APU, langsam ansteigen. Und wir warten jetzt die Boden an Brücke. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Wunderbar. Genau, alle Türen sind zu. Wir machen schon mal die Schocks weg. Die Parkbremse ist ja gesetzt. Also, wobei hat er sogar schon selber weggemacht. Wunderbar. Sehr cool. Hat so Better Pushback da irgendwie gemacht. Wir können auch mal hinten die ganzen Fahrzeuge jetzt da ausblenden. So. APU fährt hoch. Und müsste dann jeden Moment irgendwie available sein. So, jetzt fällt die Abgastemperatur wieder. So, da werden wir schon mal langsam angehoben. Wunderbar. So, damit ist die APU available. Wir machen sie on bus, die Ground Power off. Und die können wir auch schon mal disconnecten. So, dann geht das Anti-Collision Light on. Wir haben sozusagen Startup Clearance. Machen hier im MCP noch ein paar Sachen. Na, ich finde noch nicht richtig die Taste. So, das war die Taste. Genau, Auto Thrust Arm will indicate Airspeed kommt V2 hin. V2 ist 148. 148. Genau, Runway Heading ist drin und hier machen wir gleich Reiseflughöhe ein, da wir ohne ATC fliegen, dass wir direkt durchsteigen können. Flight Level 370. So, ist ein bisschen viel zu drehen, aber müssen wir gleich haben. Da sind wir schon bei Flight Level 300 gewesen und da haben wir 370, wunderbar. Dann armen wir VNAV und LNAV. So, Takeoff Trim ist fast 5.5. Das sieht doch ganz gut nach 5.5 aus. So. Dann, genau, haben wir, gucken wir nochmal kurz außen. Ground Equipment ist ja komplett removed, alles weg. Aircraft Doors sind auch closed. Und dann können wir die Before Start Checklist lesen, dann geht's gleich los mit dem Pushback. Und Engine Start. So, Flight Deck Door ist closed and locked. Fuel, wir haben, ja, 12.5 Tons on board und die Pumps sind alle on. Passenger Signs sind auf Auto, auf On. Die Windows sind locked. MCP V2 148, Heading 030, Flight Level 370 sind set. V-Speeds confirmed 145, 146 and 148. CDU Preflight is completed. Rudder and Aileron Trim sind free and 0. Genau, alles auf, beides auf 0. Taxi Takeoff Briefing haben wir gemacht und das Anti-Collision Light blinkt. Damit ist die Before Start Checklist completed. Das war's an der Stelle schon vom ersten Teil von unserem Flug von Frankfurt Hahn nach Chania. Im nächsten Teil werden wir dann hier in Hahn starten und uns auf den Weg Richtung Kreta machen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn der Teil euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns im nächsten Teil von dem Flug wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Lion Gamer 1.
Ciao.